Wir wollen ab jetzt gesund leben, deshalb testen wir heute Bioprodukte. Ab jetzt? Hä? Ab jetzt? Immer schon. Ja, ich nicht so ganz. Aber ich war heute bei Alnatura und habe einige Produkte eingekauft, die wir beide heute testen werden. Oh, Alnatura? Ich war noch nie da. Echt nicht? Nee. Wow. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Ich würde erstmal mit was anfangen, was nicht so geil aussieht. Grüne Oliven. Hä? An sich geil, geiles Produkt, aber guck mal, wie zermatscht die sind, Digga. Ach so, die sind vielleicht so ein bisschen fermentiert oder so. Weiß ich nicht. Ja, hier, man sieht hier oben, da und da, die sind so zermatscht. Mhm. Aber grüne Oliven mit Kräutern. Baba. Hört schon geil an, oder? Amazing. Let's try it. Ja, ich dachte gerade, es ist Parmesan drauf oder so. Das sind so komische Stückchen, aber es ist vegan. Mm. Es kann kein Parmesan sein. Mm. Doch, die sind schon lecker. Aber die sind fantastisch. Da kommt hinten rum so ein komischer. Mm. Irgendein Kraut, was ich nicht kenne. Boah, ich finde die so ziemlich perfekt, ehrlich gesagt. Ja? Die sind so geil. Mm. Ich hatte letztens welche von Rewe, von der eigenen Marke. Die können nicht mal ansatzweise mithalten. Safe nicht. Aber gerade habe ich eine erwischt, die war ein bisschen sauer. Mm. Ah, so eine gemischte Tüte bekommt man da. Mm. Aber die sind schon straight eine 8 von 10. Ich habe wieder vergessen, wie es schmeckt. Frau Schön, Leben, dass ich dich glücklich machen kann. Oliven sind so eine Sache. Ich weiß, viele mögen das gar nicht. Ja, krass. Aber es ist so. Alle 7 Jahre erneuern sich unsere Zellen, der ganze Körper, die Geschmacksknospen. Ihr werdet noch auf den Geschmack kommen. Was gibst du? 10 von 10. 10 von 10? Die gibt's doch gar nicht bei dir. Seit neulich gibt's die wieder. Ah. Die wurden wieder eingeführt. Runde 2. Möchtest du was Süßes oder doch mal was Herzhaftes? Was Süßes zur Abwechslung. Was Süßes? Wenn nicht. Okay. Dann probieren wir doch mal die hier. Fand ich, sah sehr interessant aus. Von Rapunzel Samba Haselnuss mit 45% Haselnüssen. Lass dein Haar herunter. Ja, genau so. Aber ich finde, designtechnisch crazy, oder? So voll bunt, viele Farben. Ja, so ein bisschen auch. Könnte auch von einem 12-Jährigen in Paint zusammengewürfelt worden das sein. Das stimmt, ja. Wow, die sieht aber, das ist diese schon mal geschmolzen Nummer. Ja, man sagt ja, also ich habe das öfter schon in Kommentaren gelesen, soll nicht Schlechtes bedeuten eigentlich. Ist einfach nur eine Verfärbung. Jetzt nochmal hier zum Vergleich, wie es auf dem Bild aussieht. Guck mal, wie schön prachtvoll. Und glänzend. Hier ist einfach matt. Nie ein gutes Zeichen. Ist das vegan? Das wirkt nach so einer Fettschokolade. Vollmilchschokolade. Allein wie fett wie sich das oben anfühlt, also die Oberfläche, fühlt sich nicht so richtig an. Das soll Bio sein? Vegane Schokolade oder Bio-Schokolade, gar nicht so lecker, ne? Mhm. Wenn was da falsch läuft. Aber ich muss sagen, diese Haselnussfüllung, die ballert. Mhm. Aber das ist, was ist das für dich? Für mich? Ich muss ehrlich sagen, besser als ich dachte. Echt? Nee, ich finde, also die Füllung ist gut. Die Füllung hat alles rausgeholt irgendwie. Aber diese Schoki drumherum? Das ist eine 7. Eine 7? Mhm. Ich gebe 5. Also wenn man nicht hinguckt, wenn man das optisch ausblendet und das Verpackungsdesign auch nicht ausblendet, ist eine 7. Eine gute. Die in eine Dattel rein, aber keine normale Dattel, sondern diese Medjool-Dattel, diese weiche, honigliche, königliche, honigliche Dattel. Da rein, Kern raus, Schokoreh rein, Dattel-Schoko-Sandwich. Leute, probiert's, ihr werdet es nicht bereuen. Man muss die Dattel dazu nehmen, weil sonst schmeckt die Schoki halt scheiße. Ja, man muss aber auch diese gute Dattel nehmen. Runde 3. Machen wir mal weiter mit dem Produkt hier. Ja. Das, glaube ich, wird ein Reinfall. Oh. Parmesan-Cracker. Weiß hatten wir sowas nicht auch schon mal irgendwo? Ich meine, irgendwie sowas in die Richtung hatten wir schon mal. Aber an sich Käsecracker interessant. Weißt du, was ich erfahren habe über Parmesan? Parmesan. Abgesehen davon, dass es selten vegetarisch ist, aber ich mache eine Ausnahme. Aber eigentlich, was ich erfahren habe, ist, dass Parmesan aus sehr viel Gluten besteht. Also da ist Unmenge von Gluten drin. Man denkt immer so, oh, Gluten, schlecht, böse. Also dieses Geschmacksverstärker-Ding. Ne? Das ist wie in der Kirche, diese auf Zunge. Mhm. Wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Diese. Bisschen fad. Wo ist der Parmesan-Geschmack? Ja, und Salz fehlt auch irgendwie. Aber es schmeckt eigentlich mehr so wie ein Cracker als etwas Käsiges. Ja. Oder Zutaten, erste Stelle, Kartoffelstärke. Warum sagen sie nicht einfach Kartoffelcracker mit Parmesan-Taste? Aber 59% Parmigiano-Reggiano. Ah, ne, 15% glaube ich. Ach so, Mathe 6. Ich finde schon, man schmeckt ein bisschen Parmesan raus. Mm. Ja, das ist halt dieser Bio-Geschmack. Darf nicht zu präsent sein. Gerne für Falco oder für dich. Ich fand die nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht ist so eine Mitte. 5 wäre es vielleicht. 5 wäre vielleicht eine faire Bewertung. Nee, das nicht, glaube ich. Aber ich gebe trotzdem eine 6. Ah, da gibt es diese, weißt du, diese Blätterteig-Cracker von Cracks oder so, diese Marke. Auch mit Parmesan-Geschmack, ist tausendmal geiler. Das stimmt. Alle meine Käse schwimmen in den Mund. Runde 4. Das wird, glaube ich, ein Banger, Dima. Gelato Classico. Bio-Eiscreme im Glas, Bourbon-Vanille. Wie heißt das nochmal? Bourbon-Vanille. Bourbon. So sieht's aus, Freunde. Oben haben wir Himbeersoße drauf. Oh, guck mal. Oh, Junge, diese. Oh, diese Glanz. Die Schicht, die glänzt.
Und unten haben wir Vanillesoße. Eis. Manno, du verwirrst mich. Reiß dich mal zusammen jetzt. Reiß dich am Riemen, Junge. Das muss ich euch noch mal zeigen. Das sieht so schmackhaft aus. Auch diese obere Schicht ist viel fester, als man dachte. Das war bis jetzt das Geilste. Bruder. Aber es kann ja nicht über eine 10 gehen mit der Bewertung. Das wäre ja eine 11 von 10 jetzt. Also ich weiß nicht, das obere ist okay, kennt man, auch sehr lecker. Aber das untere, diese Bourbon, der nimmt alles auseinander. Das 10 von 10. Oh, Bruder. Das ist mein Highlight bisher. Das ist wirklich, ich wusste, das wird ein Banger. Das muss verboten werden. Das ist wirklich lecky. Da nehme ich, glaube ich, auch das zweite mit nach Hause. Ja, hast du ja schon gedacht, ne? Dann kann ich nachvollziehen. Aber das hier, ich kann den Deckel drauf machen, ganz viel später noch. Ja, was für später? Das wird aufdauern. Schnell. Hast du mir jetzt weggehauen? Ja, du kannst ja noch das nächste da, wenn du rausholst. Ich hol schon mal das nächste raus, ja. Leute, Alnatura lohnt sich. Wir werden nicht dafür bezahlt. Du hast auch 10 von 10 gegeben, ne? Ja, das sind 10 von 10. Ja, das war wirklich lecker. Das ist crazy, Leute. Einfach crazy. Runde 5. Vegane Frankfurter aus Seitan. Ehrenlos von dir, dieser Switch. Ja, man kann ja nicht nur, ne? Das nicht ist nur ja so aufbauen. Filmreifer Plot Twist gewesen, glaube ich. Aber im negativen Sinne. Ich glaube, eine reicht, oder? Ich drück erst. Oh nein, nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich das freiwillig kauft. Was ist das für ein Mensch dann? Nee. Das ist doch ein Basteln, oder? Sieht aus wie Knete. Aber riechen tut's nicht schlecht, finde ich. So geräuchert. Haben wir die schon mal gegessen? Das kommt mir bekannt vor. Der Geruch kommt mir übelst bekannt vor. Aber ich finde, alle veganen Würstchen, die kann man in die gleiche Ecke schmeißen. Und mixen und sie schmecken trotzdem genauso. Es schmeckt so ein bisschen, also es riecht ein bisschen wie Maggi-Gewürz, also diese Maggi-Würfel. Mhm. Auf Steroide so ein bisschen. Würfel, glaube ich, heißen die. Ekelhaft. Allein diese Konsistenz. Die Konsistenz ist das Schlimmste. Du hast zweimal abgebissen, was ist bei dir falsch? Ich muss es verstehen. Ich finde, Geschmack ist nicht schlimm. Geschmack ist okay, actually. Aber Konsistenz? Nee. Oder das ist wirklich... Also damit kannst du... Das ist Uwe Butterfix oder so. Boah, nee, das ist eine 1. Das ist so ein Bunkerprodukt. Wenn Ende der Welt ist... Falsch, ihr euch fragt, warum wir lachen, Falco ist auf einmal aufgetaucht. Aus dem Nichts. Sehr interessant hier auch vorbeigeschlichen in Nikos Zimmer. Mit so Side-Eye. Ja. Was ist denn? Ich kann gerne teilen, Falco. Ich teile gerne. Es fällt mir zwar schwer, dieses leckere Würstchen mit dir zu teilen. Hier, Falco. Für dich alles. Aber komm ins Bild, wenn du es probierst. In die Mitte. Mitte. In die Mitte von die Parke. Boah, ganz rein. Bio-Müll dann. Ja, veganes Bio-Müll. Ja, das ist diese Bio-Tonne, glaube ich, diese braune. Ja, hier ein bisschen mehr Natur für dich. Noch mehr Natur. Wow. Bist du lecker? Katastrophe. Ja, aber ich finde, Geschmack ist in Ordnung. Konsistenzkatastrophe. Geschmack ist halt nur in Ordnung, aber eher so eine 4 von 10. Aber die Textur bringt das auf eine 1. Ja, sehe ich auch so. Geschmack ist gar nicht, also nichts ist in Ordnung. Ja, also Geschmack ist künstlich. Ich finde, es schmeckt, ja, geräuchert, nicht künstlich. Nee, da weiß nicht, welches Geräucherte du meinst. Das ist genau dafür gemacht, damit Leute nicht vegan, nicht vegetarisch werden. Guck mal, das erwartet. Ja, guck mal, das essen sie. Das musst du dann. Nee, das stimmt schon. Ich will dir, hau rein. Ja, finde ich da nicht. Nee, ich fühle mich beleidigt. Ich will das nicht. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Runde 6. Okay, dann machen wir doch mal weihnachtlich weiter. Oh, Spekulatius. Achso. Mini-Lebkuchen. Das sind gar nicht Spekulatius. Spekulatius. Lebkuchen, sag ich doch. Aber die sind ja wirklich mini. Die sind wirklich mini. Nee, warte mal. Die sind average, oder? Aber das ist schon eher Falkos Abteilung. Ja, deswegen bleibt er ja auch stehen geblieben. Er war schon wieder im Schritt Richtung Nikos Zimmer, hat Lebkuchen gehört und hat sie wieder umgedreht. Hier. Mit diesem Eye-Tracker. Oh. Schnapp's dir! Oh, er hat's gefangen! Sind aber nicht die besten. Die lagen da schon eine Weile, glaube ich. Das untere ist sonst leckerer bei Lebkuchen. Aber die Füllung ist gut. Ich find's okay. Man kauft nicht so oft Lebkuchen bei Alnatura. Es ist okay. Es ist okay. Ich finde, also so eine 5 würde ich geben. Aber mehr nicht. Ist jetzt nicht der beste Lebkuchen. Eine gute 6 hat er das für mich verdient. Halt gut geiert, glaube ich, auf diese Dinger. Gib ihm doch einfach. Ich räume hier ein bisschen auf. Ne? Ja, räum mal auf. Ja. Was gibst du? 4. 4. 4, 5, 6. Runde 7. Okay, machen wir weiter. Rob hat vor kurzem letzte Woche Crunchy Puffs Churros rausgebracht. Haben wir alle mitgekriegt? Ja. Wir haben alle alles gesehen. Wir waren dabei. Er hat ein Konkurrenzprodukt. Ich wusste nicht,
nicht, dass es ein Konkurrenz gibt. Ah, ich kenne die. Bio-Churro-Snack. Oh nee, Churro kenne ich. Sweet Cinnamon. Doch, kenne ich. Habe ich von Heimatgut. Heimatgut kennen wir, haben wir schon öfter Sachen von probiert. Crazy, Churro-Snack einfach. Quasi Robs Produkt, nur in kleiner. Das riecht aber irgendwie nicht zimtig. Nee, es riecht irgendwie nach Pappe. Ja. Das ganze Ding ist sass. Ein bisschen fest auch. Doch gar nicht süß. Das kommt später. Ich glaube, deren Konzept auch, dass die nicht zu doll mit Zucker übertreiben. Also zumindest bei dem Popcorn ist deutlich weniger Zucker als bei den sonstigen Supermarkt-Popcorn. Trotzdem 20 Gramm Zucker. 20 Gramm ist aber im Rahmen, weil sonst ist es 40, 50. Ne? Dafür finde ich das geschmacklich okay, aber mir ist das zu hart von der Konsistenz her. Mm. Und damit sind die von Rob tausendmal besser auf jeden Fall. Also den Crunch finde ich gut, das gefällt mir, finde ich nicht schlecht. Aber ich finde trotzdem auch, das hält für mich nicht mit Robs Produkt mit. Gut, ich hatte Gänsehaut beim Kauen. Das war zu fest. Holt euch, wenn ihr Bock auf Churros Taste habt, holt euch Robs. Das ist wirklich das macht keinen Sinn. Du kriegst das Dreifache von der Menge und das Doppelte vom Geschmack. 100 pro. Und die Konsistenz ist auch noch besser. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr schon probiert? Robs Crunchy Puffs Churros? Würde mich interessieren. Habt ihr schon unseren Werbespot gesehen, wo wir Kevin allein zu Hause nachmachen? Wie fandet ihr meinen Schnäuzer? Wie fandet ihr meine Nase? Falls ihr nicht gesehen habt, guckt euch an. Sehr lustig. Das wäre für mich eine 6, eine stabile. Ja. Gute. Ja, gehe ich mit. 6 finde ich gut, 6 gefällt mir. 3. Runde 8. Jetzt kommt was Verrücktes. Das weiß ich nicht, ob das lecker wird. Ich bin doch schon da. Wir haben Reiswaffeln mit Rote-Bete-Apfelgeschmack. Könnte. Aber irgendwie ein bisschen vielleicht zu gut gemeint. Boah, die sehen krass aus. So sieht's aus. Ich finde, man sieht nicht viel von dem Apfel. Ja, aber dafür viel von der Rote-Bete. Ja, und Rote-Bete ist doch eigentlich so Erdegeschmack. Ich mag eigentlich Rote-Bete-Saft und so, ne? Rote-Bete so. Hey, warte mal. Erinnert dich der Geruch auch an was? Nö. Anderes? Nö. Mich erinnert der an was anderes. Ja, schon ein bisschen rote Bild. Also schon erdig, würde ich eher sagen. Aber auch süß. Ja, nach Popcorn riecht es. Aber egal, den probieren. Ja, könnte gut sein. Könnte. Ist auch. Hä, ist lecker. Lecker. Nur es schmeckt halt null nach rote Beete, sondern. Gar nicht. Es könnte auch Johannisbeere sein oder irgendwas. So säuerlich? Rotes. Also ich gebe mal so eine. 7. Eine 5. 7. 7 finde ich ein bisschen sehr gut bewertet. Aber dann darfst du sie auch haben. War auch mein Plan. Ah, diese! Du Schlingel! Hast du die Oma wieder dran gekriegt? Runde 9. Wir haben als nächstes Loops Schoko-Genusskugeln. Warte mal, was für Genusskugeln? Was hast du denn vor mit mir? Gefüllt mit Nuss-Nougat-Creme. Wir können uns jetzt ein paar Genusskugeln. Also diese anderen Genusskugeln. Ich glaube, das ist einfach Bio-Giotto. Also, wir hatten ja von DM schon so ähnliche probiert und du kennst meine Meinung, ich liebe die ja auch. Die sind auf meinem Nagel drauf, ich muss mal ein bisschen umplatzieren. Aua. Von DM haben wir Energy Balls probiert. Ja, aber es ist das Gleiche. Nein, das ist ja nicht mit Dattel und Wetten, da ist Dattel drin. 100%. Wetten. Rohrzucker, Haselnusskerne, geröstet. Warte mal kurz, Rohrzucker an erster Stelle? Ja. Tote. Direkt 10 Punkte Abzug. Vollmilchpulver, Kakaomasse, ist nichts mit Doch, du hattest recht, das ist Giotto, aber es ist halt null gesund, wenn nur Zucker als erstes kommt. Ich nehme alles, was ich am Anfang gesagt habe, zurück. Das hat nichts mit Powerkugeln zu tun. Gar nichts. Aber die Füllung ist Tote. Ich mag Nougat, ich mag die Füllung, aber hier, ich darf haben. Ist noch eine Hälfte. Hey, warte mal, stopp mal. Wie? Rein damit jetzt, komm. Achso, nee, ich kann das nicht. Das sind hier nicht so mein Vibe. Oder wie Falco sagen würde. Das sind nicht die Vibes. Ja, so gestern beim Videodreh. Oh, das sind die Vibes. Ich so, man sagt das nicht. Man sagt, das ist der Vibe. Ich so, hey, wieso? Das sind die Vibes. Kann man auch sagen, ne? Wenn man eine Karen ist. Der Junge macht mich fertig. Ich find's lecker. 7. 3. Tut mir leid. 3? Es tut mir leid. Aber du magst auch kein Nougat. Also normales Giotto würde ich mögen, aber da ist ja auch kein Nougat drin. Normales Giotto ist auf jeden Fall besser. Ja. Runde 10. Wow. Bio-Samosas. Im Malaya-Style. Wer ist das? Samosa. Samosa. Hast du schon mal gegessen? Samosa klingt so mexikanisch, indisch. Aber Himalaya? Achso, dann passt. Samosa ist indisch. Himalaya ist ja das Gebirge, oder? Ja. Nee. Boah, die riechen aber nicht schlecht. Nee. Okay, wir haben drin Bohnen oder so. Erbsen. Vielleicht Okraschoten. Kartoffeln. Hier steht sogar mit Kurkuma, Schwarzkümmel und Pikantgewürz. Ja, Schwarzkümmel riecht man auf jeden Fall als erstes. Oh ja, der kommt sehr interessant raus. Ich glaube, also Braten wäre wieder die bessere Wahl. Aber hier steht extra hinten drauf, direkt kalt verzehrfertig. Oder halt zum Grillen. Oder im Ofen oder in der Pfanne. Hast du gezeigt, wie es drin aussieht? Nee. Zeig mal, weil es ist ein Abenteuer. Ich meine, die sind doch wahrscheinlich nicht aus dem Kühlschrank. Die waren hier irgendwo doch, so doch. Im Regal. Nee, okay. Kühlschrank. So sieht's aus. Ja, nicht so lecker sieht's aus, muss ich sagen. Außenrum ist Blätterteig so mäßig. Ja, schon eher wirklich Teigteig, oder? So ein Blätterteig? Ich glaube schon, oder? Guck mal, das hat viele Blätter. Das stimmt, ja. Es blättert ab. Ich würde da mindestens eine 7, wenn nicht sogar eine 8 geben. Ist maximal eine 5.
von 10. Kartoffelerbsenfüllung. Maximum. 5. Mhm. Runde 11. Wir haben Cashews geröstet mit Rosemary Herbs. Also die kenne ich, aber mit Kokos oder nee, mit Kakao drauf. Und mit Kakao sind sie so lecker. Ja, und jetzt Rosmarin? Die gibt es leider auch nur selten bei Supermärkten. Da gibt es bei Kaufland, glaube ich. Und manchmal bei Rewe, bei so ganz großen Rewes. Aber bei uns hier nicht. Ich glaube, Rosmarin ist nicht so der Vibe auf Cashews. Ich mag die eher in süß als in deftig. Nee, ich finde das voll das herzhafte Ding. Super. Boah, lecker. Super. Ich gebe 8. Sogar eine 9. Ich finde die sehr gut. Ich würde sagen, die mit Kakao wäre eine 9 für mich. Echt? Aber dann ist eine Stufe drunter. Ich kann mir die nicht in süß vorstellen. Ich finde die so geil, in salzig, schön mit ein bisschen Rosmarin-Geschmack. Lass mal ein Video machen, Alnatura-Produkte Teil 2. Und dann holst du die mit Kakao in mich rein. Ach so, okay, okay. Ja. Können wir machen. Ja. Bald muss erstmal Ikea-Snacks Teil 2 kommen. Ja, sollte. Langsam. Davon will ich nichts haben, aber... Nee, aber schreibt mal rein, wenn ihr da noch Bock drauf habt, ob wir das machen sollen oder nicht. Runde 12. Dann bleiben wir doch gleich mal beim Thema Nüsse und Kerne. Wir haben nämlich hier noch Crunchy Sojabohnen. Tamari Sojasauce Geschmack. Sojabohnen sind ja eigentlich Edamame, oder? Ja, ich glaube. Ist das das gleiche oder was anderes? Weiß ich nicht. Stehe auf dem Schlauch, Leute. Könnt ihr mich aufklären? Bin aber auch nicht der Edamame-Besteller. Also, wenn die warm sind, finde ich die geil. Aber so in trocken habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal probiert. Also nicht die, aber so irgendwelche andere Marken. War nicht so meins bis jetzt. Die riechen voll nach Sesamöl. Das ist wahrscheinlich da drauf. Ja. Tamari? Tamari Sojasauce. Ach so, ich dachte Tamarinde, weil das wäre geil. Okay. Doch, die sehen aus wie... Ja, das ist Edamame, ist ja auf dem Bild sogar. Ultimativer Bohnenboost. Nicht schlecht. Ja. Sesam, Sojasauce. Ah, so, ja, sag ich doch. Ich dachte Barbecue. Aber schmeckt ähnlich. Diesen getrockneten Taste von diesen Bohnen, sehr pappig. Das, was im Mund bleibt, ist auch so mehlig, komisch. Das ist nicht so geil. Also dieser Soja-Taste ist eine 10 von 10, fast. Mhm. Sagen wir eine 7 von 10, weil ein bisschen so Algengeschmack hinterherkommt, so ein bisschen fischig. Bisschen bitter auch. Ein bisschen fischig am Ende, oder? Aber dieser trockene Bohnen-Taste, Nee, gibt gesamt eine 4, glaube ich. Das ist schon sehr hipsterig für mich. Zu hipsterig. Ja. Oder wenn du das vergleichst mit den Nüssen davor. Ja, Bruder, kein Vergleich. Welcher? Braucht nicht. Welcher? Entschuldigung, ich mein's nicht so. Du hast es auch verdient, geliebt zu werden, aber nicht von mir. Boah, Junge, der war krass. Der Wrestler. Boah, hast du bewertet? 4. Auch 4? Ja, tut mir leid. Runde 13. Wir machen erstmal das hier. Ziegenkäsegebäck. Finde ich eine schmerzhafte Verbindung gerade. Ich weiß nicht, ach so, weil du Ziegenmann bist. Ja, vom Nachnamen her. Ja. Das schmerzt gerade ein bisschen. Riecht aber lecker. Das sieht aus wie Parmesan-Cracker. Nee, besser. Bin ich mit dem geschmolzenen Käse, der da oben draus so getrocknet ist? Also, es riecht nicht nach Ziegenkäse. Ziegenkäse hat schon einen sehr komischen Geruch, ne? Also, es riecht, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, gerade ihr da draußen. Manchmal riecht Ziegenkäse so wie Fell von einer Ziege riecht. Wisst ihr? Aber das riecht anders komisch irgendwie. Probier mal. Nicht nach Ziege. Ich finde, die sind ein Banger. Er schmeckt ein bisschen wie Käsestange. Oh nee, ich habe Gänsehaut am ganzen Rücken gerade die ganze Zeit. Ich glaube, meine ganze Dynastie, wie hört man das? Deine Vorfahren. Der Baum. Stammbaum. Mein Stammbaum beschwert sich gerade, dass ich ein Kannibale bin. Wer mischt der denn neun? Fast eine Träne gerade rausgeholt. Echt? Das ist eine 2 leider. Eine 2? Runde 14. Wieder ein Produkt von Heimatgut. Sehr viel vertreten in Alnatura. Lorbeerblatt oder was? Bio grüner Apfel vegan Gummibärchen. Das ist 70 Gramm Zucker wahrscheinlich. Diese Veganen, die hauen richtig auf die Kacke. 73? Lieben wir. Digga, ja, genau, einfach Punktlandung, wirklich. Das Ding ist, ich war ja früher übelster Gummibärchen-Fan. Ne? Wenn man jetzt keine Gelatine mehr isst, es tut mir leid für dich. Man kann es auch mit Händen machen, theoretisch. Achso, kann man nicht. Und jetzt, wo ich versuche, gute veganen Gummibärchen zu finden, probiert man ab und zu mal welche aus. Und die sind halt einfach nur purer Zucker meistens. Oh, das war süße Form. Schön. Die sind so am Glowing sogar. Ja. Glow in the dark. Die gibt es bei McDonald's wahrscheinlich. Und man muss sagen, diese vegane Gummibärchen-Konsistenz ist schon anders. Mhm. Ist halt nicht so gummiartig. Mhm. Und fester. Ist einfach wie Zucker. Aber geschmacklich sehr lecker. Ist Baba. Man kann nicht haten. Was gebe ich? Das ist schon eine 8 von 10. 8? Oder du hast die hier gerade mit 3 bewertet. Ja, eine 7. Ja, aber das war wirklich gewöhnungsbedürftig. Ist nicht für jeden. Das nicht, oder was? Zucker ist immer lecker. Also das ist halt so ein bisschen nicht jedermanns Sache, nicht jeder Ziegensache, aber das ist wirklich 1A. Ich gebe eine 4. Ja, jetzt pusht's aber. Das kommt gerade nicht so ehrlich rüber, wenn du mich fragst. Ja, warum? Nicht sagen. Runde 15. Okay, wir haben noch etwas, was du
auf deine Seite schlagen könntest. Ich sehe schon, ist das Trüffel? Ja. Oh, oh, oh. Trafo oh, oh. Bio Organic Snack Truffle Potato Chips. Riecht überhaupt nicht nach Trüffel, nur nach altem Fett. Ja. Aber ist oft so bei Trüffelchips, dass der Geruch täuscht, aber dann der Geschmack überzeugt. Mhm. Ich mag den Crunch. Oh, ich mag den Geschmack. Oh, ja, ja, ja. Hoi. Der kommt aber echt spät, ne? Ja, aber es ist ja schön, wenn sich das langsam entwickelt. Mhm. Mit kleinen Schritten zum Erfolg. Er ist vielleicht sogar ein bisschen zu intensiv mit der Zeit. Er geht gar nicht mehr weg. Ich mag Trüffelgeschmack auch immer mehr. Also. Ja, ich dachte, du mochtest immer schon. Nee, am Anfang mochte ich gar nicht. Oh, Junge. Die sind gut. Ay, caramba. Ja. Ja. Ich gebe eine 7. Ich gehe mit. 7 ist fair. Runde 16. Aichok Salty Pretzel Schoki. Mm. Nee? Ich glaube sogar vegan. Doppelt schlecht. Tut mir leid an die vegane Community da draußen. Ich habe noch keine leckere vegane Schokolade entdeckt, leider. Und da noch mit Salz drin. Das kann nicht gut sein. Ja, aber also ich fühle schon den Pretzel. Ja, das ist das Einzige, was drin lecker sein könnte. Könnte ist nur eine Eventualität, optional. Aber die glänzt wenigstens schöner als die erste. Ja, die Struktur sieht gut aus. Brezelstücken sind auch ordentlich drin. Ja, ganz schön. Man hat nicht gegeiert. Ja. Naja, also manchmal spart man an einer Füllung, aber da Brezeln ja nicht so teuer sind wahrscheinlich, hat man hier nicht gespart. Mhm. Diese Schoki ist einfach... Wobei, ich finde, dass die Brezelstücke... Das retten. Das Schlechte von der Schoki besser wäre machen. Die Brezel nicht da... Wäre Katastrophe. Trash. Mhm. Die Brezel rettet das wirklich, ne? Ich kann mich allgemein noch nicht anfreunden mit diesem süß-salzig... Nee, fühle ich. Aber die Brezel macht das hier wirklich trotzdem lecker. Mhm. Ich finde es an sich nicht schlecht. Also ich würde es mir wahrscheinlich nicht nochmal holen. Auf keinen Fall. Aber schlecht finde ich es auch nicht. Eine 4. Mir das nicht mal das erste Mal holen. Nee, fühle ich schon. Wenn man das so im Supermarkt sieht, schwierige Entscheidung, ob man das jetzt kauft oder nicht. Ich finde, langsam braucht man wieder neue Geschmacksexperimente. Also wirklich jede Süßigkeit in diesem sauer... Salzig-süß. Sauer wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, ist eine 3, aber nur nett gemeint. Runde 17. Dann haben wir hier die Pizza-Minis. Alnatura-Pizza-Minis. Oh, nee. So kleine Pizza-Cracker. Man hat da schon ein bisschen eine Vorahnung, wie das sein könnte. Das ist das wahrscheinlich Tomatenmark mit Rosmarin, nicht wahr? Aber obwohl, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ey, warte mal. Weil es sieht wirklich aus wie so eine Mini-Pizza. So vom Texturing her. I like. Ich glaube, das ist es nicht, oder? Man merkt schon am Geruch, man kennt das. Beiß mal ab, man kennt diesen Geschmack. Direkt auch ein Problem haben. Bruder, ich habe vor dem Beißen schon Probleme gehabt. Jetzt habe ich noch mehr. Was ich mag, ist diese Käse-Taste. Vielleicht sogar leicht parmesanig, oder? Rettet alles an dem Produkt. Aber der Teig, also der Cracker oder was das sein soll. Käse ist das Erste, was hier steht. Ja, das ist so das Erste, was man schmeckt. Ja. Und das Letzte. Geschmack okay, Konsistenz übelst Abstoß. Ich gebe eine 3. Ich wäre bei einer 4. Runde 18. Letztes Produkt des Tages, Dima. Wir haben Dinkel-Waffelröllchen mit Schokolade überzogen. Von Grund auf natürlich. Ist es wieder Heimatgut, oder was? Nee, Rosengarten. Was soll daran natürlich sein? Keine Ahnung. An welchem Baum wachsen die? Die Milch. Ist natürlich. Ach so, ja. Ja, sind halt so klassische Waffelröllchen mit Schoki. Auf den. Dinkel ist gesünder als Weizen. Ne? Auf den, ja. Deswegen mit Schokolade übergießen, dann passt alles. Oh, der Crunch war aber eigentlich lecker. Vom Gehör her, vom Sound, die Akustik hat gestimmt. Vom Geschmack ist es wirklich eine 8 von 10 sogar, glaube ich. Aber super. Die Experience beim Kauen, ein Punktabzug. Ich gehe auf 8. Ich gehe leider auf 7 wegen dieser Crunch-Geschichte. 7? Aber ist trotzdem geil. Ey, super. Mega lecker. Also. Das Ding ist, bei dem Produkt ist das Problem, dass es so unscheinbar verpackt. Es ist zwar ein hübsches Design, aber so nicht, dass ich ins Regal greife. Oh, das nehme ich aber mit jetzt. Es ist irgendwie so, kein Fisch, kein Fleisch. Ne? Freunde, das war's mit Alnatura-Produkten. Waren tatsächlich gute dabei. Waren gute mhm. dabei. Die Oliven, das Eis. Welches Eis? Das ist ein Kühlschrank. Die Cashew-Kerne, die Trüffelchips, auch gut. Die Ziegenkäse-Cracker, die fand ich auch geil. War einiges Gutes dabei, Freunde. Also, ihr könnt bei Alnatura einige Sachen testen nach diesem Video. Ihr habt ja gesehen. Ja, wenn ihr eine Bank überfallen habt, könnt ihr auch bei Alnatura was testen. Bitte nicht Dimas an Nee, nicht befolgen. Nicht diese Dimas Tipps sind Aussagen nicht ernst gemeint. Keine Anlageberatung hier. Freunde! An dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt das sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Schaut auch bei Dima vorbei, da haben wir nämlich eine Runde Türkisch, Spanisch oder Italienisch gespielt. Das war auch sehr, sehr lustig. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert die Glocke, um wirklich gar nichts mehr zu verpassen. Vergesst nicht zu lachen und wir sehen uns die Tage wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, Freunde, haut rein. Tschüssi.